Hier ist die nordische Sprotte. Ja, ich sitze hier mit meinem Klemmbaustein und bin hier ein bisschen am Rumbauen. Ich habe letzte Woche kein Video gemacht. Ich konnte es irgendwie nicht. Wir sind am Sonntag dann noch kurzfristig mal zu meinen Eltern gefahren. Da gab es ein Computerproblem bei meinem Vater und mein Mann wollte hin und dann habe ich gesagt, gut, ich komme auch mit. Ich glaube, das war mehr so eine Ausrede, kein Video machen zu müssen, weil ich im Moment auch einfach nicht weiß, was ich mache, warum ich es mache. Es ist schwierig. Es ist echt einfach schwierig. Es ist also alles, was ich machen möchte oder machen müsste, ist problematisch, weil eine riesige Mauer davor ist. Also ich kriege gerade mal das Nötigste auf die Reihe. Und habe ich am Tag eine Sache vor, dann kriege ich eigentlich gar nichts mehr hin. Es ist wirklich ätzend. Ich gehe mal davon aus, dass es mein ADHS ist, dass wieder diese extremen Paralysezustände sind. Es ist einfach nicht schön. Was mir halt Spaß macht, ist immer noch hier Klemmbausteine. Ich habe auch die ein oder anderen Lego-Sachen. Hier baue ich zum Beispiel gerade ein Haus oder ich puzzle. Solche Sachen sind für mich immer besser, als auf dem Sessel zu sitzen mit einem Spiel am Smartphone und Hörbuch, weil hier trainiere ich meinen Kopf. Ich muss die Anleitung umsetzen. Einige Sachen sind auch ein bisschen komplizierter und ich habe ja durch die Fibro auch Probleme mit der Feinmotorik und auch ADHS ist man manchmal an schlechten Tagen auch sehr hasselig. Da klappt das mit der Feinmotorik auch nicht so und diese Sache mit den Klemmbausteinen, das trainiert. Und vor allen Dingen trainiere ich damit auch meinen Kopf. Ich konnte am Anfang wirklich nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann war mein Kopf voll, dann konnte ich nicht mehr, dann war das richtig so pudrig, fedrig im Schädel. Ja, und jetzt kann ich schon viel länger mich auf eine Sache konzentrieren. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, das nächste ist, ich weiß eigentlich gar nicht mehr so recht, wenn noch irgendwie Videos zu machen über die Fibro, da gibt es schon genug, über ADHS gibt es genug. Und ich habe keinen Bock mehr auf das Gejammer von mir. Das hört sich jetzt vielleicht echt blöde an. Aber ich jammer. Ja, wirklich. Es ist auch, das Leben ist für mich nicht einfach und es geht vielen von euch ja auch so. Es ist halt ein Kampf. Ein Hin und Her, ein Kampf, den Tag vernünftig um die Ohren zu kriegen. Im Moment plätschern die Tage an mir vorbei. Ich kriege nichts auf die Kette, nichts auf die Reihe, nichts erledigt. Ich gehe eigentlich unzufrieden ins Bett und stehe unzufrieden auf und es ist wirklich, wirklich ätzend. Und das hier ist noch etwas, was mir Spaß macht und deswegen filme ich das jetzt. Ich werde ein paar Shorts, also kurze Videos und solche Sachen hierüber machen. Das ist ja eigentlich nicht das, wovon mein Kanal gelebt hat. Aber ich glaube, dazu habe ich eher Lust oder mehr Lust, weil es für mich positiv behaftet ist. Es ist einfach positiver für mich, als immer darüber zu reden, was ich alles nicht auf die Reihe kriege. Ich nehme noch meine Spritze, die Ozempic-Spritze. Wir sind jetzt, wollen jetzt nochmal zu unserem Hausarzt und gucken. Es gibt ja diese andere Spritze von der anderen Firma, Diät-Spritze, die auch einen anderen Stoff enthält als Ozempic und Wegovy. Da wollen wir nochmal gucken, ob wir das vielleicht besser vertragen, mein Mann und ich. Mein Mann nimmt es ja gar nicht mehr. Ich spritze mir jetzt 0,5. Heute habe ich mir 0,4 gespritzt, damit ich halt nicht so zunehme, damit immer noch meine Gier gebremst ist und das Essen länger am Magen ist. Aber das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Ja, wie gesagt, die Sprotte im Umbruch, ich weiß es auch noch nicht. Ich werde eine Playlist erstellen, also die kleinen Videos, das wird dann unter die Sprotte klemmt, laufen. Ich freue mich natürlich oder würde mich freuen, wenn ihr auch die Kurzvideos vielleicht euch anguckt. Vielleicht eine Bewertung denn da lasst, weil es wird wahrscheinlich eher ein anderes Publikum ansprechen. Aber ich kann im Moment keine Videos machen über Fibro, über ADHS, wie gesagt, da gibt es genug und ja, vielleicht ist auch einfach
muss ich damit aufhören, mich ständig um mich selbst zu drehen. Also das ist, es wiederholt sich alles. Ich schaffe es dann abzunehmen und dann klappt es, geht es nicht weiter. Ich habe das ja nun schon ein paar Mal mich damit mit Videos begleitet und im Moment, ich muss den Druck da einfach rausnehmen. Ich möchte einfach den Druck rausnehmen bei der ganzen Sache. Sondern einfach nur so kleine, vielleicht Kurzvideos, die ein bisschen Spaß machen. Also mir Spaß machen. Oder ich hoffe, dass sie dann auch anderen Spaß machen. Aber es geht sich natürlich dann um Klemmbausteine oder um Puzzle. Ja, solche Sachen vielleicht. Vielleicht mache ich auch was über meine Hörbücher, die ich höre. Da sind eigentlich auch ein paar ganz, ganz tolle bei. Wenn einer Hörbücher mag, man kann die natürlich auch dann lesen. Mal sehen. Mal sehen, wo sich das alles hinentwickelt. So, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht von allem, aber irgendwas muss sich ändern. So, ich wünsche euch was. Alles Gute. Habt eine gute Zeit. Und wir hören voneinander. Bis bald. Tschüss.